Morgen haben wir einen staatlichen Gedenktag, einen Trauertag, könnte man sagen. Nämlich, wir erinnern uns an die vielen, die in den beiden Weltkriegen ums Leben gekommen sind, aber auch an all die anderen Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und da ist es ganz gut, wenn man auch einmal an ein Kriegerdenkmal geht. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kaier, Kirchheimer und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, der Gedenktag morgen, er erinnert uns an die Opfer. Wie ich noch ein kleiner Bub war, da war dieser Gedenktag eigentlich ein ganz gut besuchter Gedenktag, wenn nach der Messe am Sonntag noch um 9 Uhr die Musikkapelle aufgezogen ist, alle Fahnenabordnungen und ganz viele Leute sind zum Kriegerdenkmal bzw. zur Johanneskapelle in Mühldorf gekommen, wo das Kriegerdenkmal ist. Und dort wurde gebetet, wurde derer gedacht, die verstorben sind. Und mich hat immer sehr beeindruckt, wenn meine Mama dann erzählt hat von den Fliegerangriffen auf meine Heimatstadt Mühldorf. Sie war damals ein junges Mädel und 1945 am 19. März war einer der großen Fliegerangriffe auf Mühldorf und sie haben nicht mehr die Gelegenheit gehabt, dass sie einen Luftschutzkeller erreicht haben, so waren sie in einer Hütte untergebracht mit den Nachbarn zusammen und haben stundenlang ausgeharrt, während die Bomben auf Mühldorf gefallen sind und die Bahnhofsstadt eigentlich ziemlich zerstört haben, aber auch am Mühldorfer Stadtplatz sind viele eingeschlagen. Und ein Buch in der Johanneskapelle, das erinnert bis heute an die, die damals das Leben lassen mussten. Aber wir dürfen auch die nicht vergessen, die im Krieg ums Leben gekommen sind. Oftmals ganz junge Leute, kaum aus dem Kinderalter entwachsen. Sie sind noch eingezogen worden und haben dann ihr Leben gelassen. Sowas darf nicht mehr passieren und darum dieser morgige Gedenktag, der immer noch, Gott sei Dank, von unseren Kriegern und Soldaten, Kameradschaften und Vereinen hochgehalten wird. Wir jammern oftmals heutzutage wegen der Corona-Krise auf sehr hohem Niveau. Da wird dann gesagt, was wir alles nicht mehr dürfen und was wir nicht mehr können und wo wir uns einschränken müssen. Aber das ist schon sehr hohes Niveau. Nämlich damals musste auf viel, viel mehr verzichtet werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch Opfer von Soldaten gibt, die in den vergangenen Jahren in Mali, in Afghanistan und an den anderen Einsatzorten der Bundeswehr ihr Leben haben lassen müssen. Auch an sie muss morgen gedacht werden. Liebe Zuhörer, vielleicht rafft ihr euch morgen auf, dass ihr zum Gedenktag kommt, aber wenn es nicht ist, dass ihr einfach einmal an so ein Kriegerdenkmal geht und einfach die Namen liest, die dort stehen, diese vielen Männer, die ihr Leben gelassen haben. In Asten ist es besonders beeindruckend am Kriegerdenkmal, da steht auch noch dort, wie alt die Einzelnen waren. Und wenn man dann liest, 19 Jahre, 18 Jahre, 22 Jahre, 25 Jahre, dann wird einem bewusst, was damals alles passiert ist. So wollen wir in unserer Zeit auch den Frieden hochschätzen und immer wieder Gott dafür danken, dass in unserem Land Frieden ist, aber ihn auch bitten, dass es weiter so bleiben möge. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir,
In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod. O, sei uns gnädig, sei uns barmherzig, führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Morgen einen schönen Sonntag. Bis zum Mittwoch. Pfiat euch Gott.